40 Jahre Kaba und Gebrüder Grundmann. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Zwei Unternehmen, die sich offensichtlich gesucht und gefunden haben. Ihr hattet jetzt alle die Möglichkeit, ich glaube die wenigsten haben es getan, in diesem Film, den wir gerade gezeigt haben, ein bisschen die Historie und die Geschichte unserer beiden ehemaligen und heute unseres gemeinsamen Unternehmens zu sehen und mitzuerleben. Meine geschätzten Geschäftsführer, Frau Vizebürgermeisterin, Herr Bürgermeister, Personalvertretung oder Betriebsrat, wie man sagt, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sag einmal schönen Dank für die Einladung zu eurem Fest hier. Ich möchte aber auch gleich namens des Stadt- und Gemeinderates, aber auch persönlich zu eurem Firmenjubiläum gratulieren. 150 Jahre ein Unternehmen, das heute schon Weltruf erlangt hat, ist sicherlich nicht einfach zu führen. Wir haben seitens der Stadtgemeinde ja schon im Jänner begonnen, die Geschichte Gebrüder Grundmann, was ja der Vorgänger ja so ist, etwas darzulegen. Keine Angst, ich werde nicht die gesamte Geschichte erzählen, aber wenn man betrachtet, 1862, als er in Wien in einer Gartenhütte begonnen hat, der Karl Grundmann, war das für die damalige Zeit sicherlich eine sehr tolle Leistung, vor allem wenn er das neben seinem Beruf als Lokführer gemacht hat. In diesem Sinne wünsche ich dem Unternehmen für die nächsten 150 Jahre alles, alles erdenklich Gute, aber natürlich auch an euch Mitarbeiter, dass ihr Freude im Betrieb habt, dass ihr gut aufgehoben seid und gesund bleibt. Vor allem in diesem Sinne, Glück auf! Sehr geehrte Geschäftsführung, meine geschätzten Damen und Herren, sehr geehrter Bürgermeisterkollege, bei uns in Eckenburg haben wir keinen Bauschranken wegtun müssen. Bei uns hat die Firma vor 45 Jahren ihren Sitz bekommen, Gott sei Dank, und in den Unterlagen habe ich nachgeschaut gestern, eigentlich eine sensationelle Entwicklung. Damals ist ein gewisser Herr Rudolf Hoffmann gekommen zum Bürgermeister Hofer, das ist mein Vorgänger, und hat gesagt, wir wollen hier bauen. Und am gleichen Tag wurde mündlich mit Aktenvermerk ein Baubescheid ausgestellt. So etwas gibt es in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Da seht ihr, wie wichtig uns diese Firma Kaba in Eckenburg ist. Also seit 45 Jahren ist die Firma Kaba in Eckenburg. Und diese 100 Arbeitsplätze sind für uns irrsinnig wichtig und wir sind sehr dankbar dafür. Wir sind ja eine kleine Gemeinde, eine Pendlergemeinde, und deswegen ist ganz wichtig diese Firma bei uns in Eckenburg. Ich wünsche alles Gute zum 150-jährigen Jubiläum, meinen Eckenburgern zum 45-jährigen Jubiläum und wünsche einen schönen Abend und danke für die Einladung. Dankeschön. Werte Geschäftsleitung, sehr geehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellvertretend für den Herrn Taschler Peter, der leider erkrankt ist, möchte ich mich herzlich für die Einladung bedanken, für das schöne Fest. Wir werden sicherlich die wunderbaren Mehlspeisen genießen, die die Damen, vielleicht auch die Herren, für uns mitgebacken haben. Und ich kann jetzt nur mehr gute Unterhaltung und ja, bis zum nächsten Mal dann. Dankeschön. Die beste Nachricht des Tages, Buffet ist eröffnet und ich wünsche im Anschluss viel Spaß mit Take 4.